So, da sind wir schon bei den ersten Aufgaben, nämlich diesmal Schleifengänger, zeig mir deinen 5 Sekunden lang Sprint mit L beim Rennen, um zu sprinten. Also bei mir ist es halt auf L einfach komplett durchsprinten. Zack, und so habt ihr das abgeschlossen. Guckt halt in den Einstellungen, wo ihr euer Sprinten habt. Also nochmal. Euch wird die Taste angezeigt. Wenn die Taste euch nicht angezeigt wird, geht in eure Einstellungen. Bei mir ist es natürlich Controller. Und bei mir müsste es halt da. Ja, ich sage ja, das hier ist nicht einfach. L3, wo ist bei mir L3? L, sprinten, automatisch rennen, doppelt. Aber ihr müsst das dann, wenn ihr die Einstellung so habt wie ich jetzt hier, müsst ihr wirklich die L-Taste, L3-Taste konstant durchdrücken oder die Taste, die ihr halt dann habt. Ihr müsst sie gedrückt halten. Wenn ihr loslasst, geht das Sprinten direkt weg. Und wir sollen ja 5 Sekunden komplett durchsprinten. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen damit helfen. Und in dem Sinne gucke ich erstmal, was sonst noch alles neu ist jetzt in der Season. Und in dem Sinne, danke erstmal fürs Zuschauen. Würde mich natürlich über ein Like freuen. Und wir sehen uns bei der nächsten Aufgabe. In dem Sinne, haut rein.